Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 16. Tag im Defemaremba, einer Aktion von Luise Heinzel und 49 Dragonflies. Und wenn euch interessiert, was ich heute Spannendes gezaubert habe zu Prompt 16, dann bleibt dran. Ich möchte natürlich kurz noch meinen Adventskalender öffnen. Wir sind ja heute bei 16 und die Mone hat mir eingepackt ein Missy Petit Cappuccino. Okay, Cappuccino ist gut. Kann ich heute gebrauchen. Danke, Mode. Ach, ist aber doch immer wieder toll, täglich die Kalender aufzumachen. So, wo haben wir denn Utes 16? Da. Ach, wie schön ist das denn? Oh mein Gott, sind die schwer. Ach, guck mal bitte, das sind auch Charms, auch wenn die so groß sind. Hier oben ist so eine kleine Öse drin. Das sind richtige Trompeten. Ach, sind die schön geformt. Guck mal. Die sehen so richtig echt aus, als könnte man direkt damit spielen. Ach, danke, Ute. Vielen Dank. Ja, heute sind wir schon bei Punkt 16. Also 15 können wir abhaken. Metal und Foto und Metal und Foto. Und gestern hatten wir die Schildkröte. Das hatte ich mir dazu geschrieben. Verpackung Index-Card-Booklet. Packaging Index-Card-Booklet. Index-Card-Booklet. Da bin ich ein bisschen gestolpert mal wieder. Es ist für mich kein feststehender Begriff, weil Indexcard, ja, würde ich auch so stehen lassen im Raum. Indexcard, Karteikarte, ist für mich klar. Aber ein Booklet dazu, daraus ein Booklet zu machen, das ist für mich schon ein komplettes Embellishment. Fakt ist, das wird wieder was Dickes und ihr seht, es ist eigentlich schon dick genug. Ich guck mal, mach mir mal kurz Gedanken und dann sehen wir weiter. Ich habe verschiedene Sachen zusammengesucht. Erstens den Bären, den nehme ich heute als Tier. Zweitens Verpackungen. Ich hatte ja die Tüte hier bestempelt und die Tüte ist eindeutig eine Verpackung. Und aha, es hört sich so schön an. Die können wir nehmen, vielleicht. Weiß ich noch gar nicht, ob ich die benutze. Dann habe ich hier von meinem Boschi-Sticker eine Verpackung und hier von Tim Holz, da hatte ich mir mal so ein paar Tags geholt, habe ich eine Verpackung. Und die können wir so wunderbar verwenden heute für unser Projekt. Die können wir noch bestempeln und schablonieren und so weiter. Da gucke ich aber im Prozess. Dann haben wir Indexkarten, also Karteikarten. Ich habe einen Teil davon mit Kaffee gefärbt. Ich besitze diese Karteikarten teilweise schon seit meinem Abi. Da habe ich drauf gelernt und danach habe ich ein völlig anderes System genutzt später, um zu lernen an der Uni. Und seitdem habe ich Karteikarten nie wieder gesehen. Und die lagen dann noch bei mir rum. Und ja, bei mir kommt ja nichts weg, ne? Was so ein Jäger und Sammler ist. Und ja, die habe ich mir dann jetzt mal rausgekramt und die werde ich jetzt benutzen. Ja. Weiß noch nicht, ob ich alle benutze. Ich denke mal nicht, ne? Sonst haben wir da ein richtig dickes Buch und ein Booklet ist für mich so ein 2-3 Seiten Klapp irgendetwas. So, und dazu passt, habe ich mir gedacht. Die Stanze von Tim Holz, wo ich echt mal lange überlegt habe, ob ich mir die kaufe, weil die sind ja auch im Preis gestiegen mittlerweile und ja, aber trotzdem, ich musste die haben. Alleine hier für dieses Teil schon und da ist auch so eine Art, ja, Indexkarte, kleiner Karteireiter, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dabei. Und die können wir ja benutzen. Ich habe mir das hier auf meine Magnetfolie gepackt. Ich habe ja nicht alles an der Wand. So kleine Sachen oder kleine Stanzen würde ich bei mir nie an die Wand packen, an Magnetfolie, sondern lass die dann hier drin und kann die dann so entsprechend mir rausholen und dann benutzen. So, und die werde ich jetzt hier benutzen dafür. Und werde mir aus der Verpackung jetzt was ausstanzen. Ich glaube, die ist tatsächlich, auch wenn sie schön ist, zu klein. Mal gucken, ob wir dann vielleicht so eine einzelne Karte später noch ausstanzen, die wir dann vorne draufsetzen oder so. Aber als erstes werden wir jetzt, ja, das passt wunderbar, das dachte ich mir nämlich, werden wir hier raus aus der Verpackung dieses Teil ausstanzen. Ich bin mal eben bei der Bitch. So, coole Sache. Hat gut geklappt, ließ sich 1A durchstanzen, auch wenn das ja so ein anderer Karton als gewohnt ist. Ja, wenn das anders funktioniert, ich überlege gerade, so rum muss das gefalten werden, genau. Dann haben wir vorne hier nämlich noch die Möglichkeit, das alles zu nutzen und den Bären vielleicht auch einzubinden. Ich werde das, glaube ich, nur einmal falten, damit es schön flach bleibt. Und ich überlege das tatsächlich,
komplett hier bündig. Nö, das lassen wir so einfach. Künstlerische Freiheit, sage ich mal wieder dazu. So, das ist unser Innenleben. So, das finde ich schon fast schön, so wie es ist. Das ist auch relativ matt, auch wenn das so ein bisschen beschichtet ist. Aber das ist finde ich toll. Und da können wir jetzt gleich vielleicht uns die Karten, ach, guck mal, das passt sogar fast schon, die Karten hier zurechtschneiden. Und die können wir hier einnähen. Dann haben wir ein Booklet. Ha! Schneller als gedacht. Die zwei Seiten, glaube ich. Nee, die Farbe gefällt mir auch überhaupt nicht. Und hier die Karteikarten, da ist fast nichts mehr drauf zu sehen. Seht ihr? Die Tinte ist beim Kaffeefärben total weggeschwommen. Nehmen wir doch die beiden. Nehmen wir einfach die beiden Karten hier. Genau, dann haben wir unser Index-Card-Booklet. Schaut mal, die Seiten sind, als seien die dafür gemacht. Ich kürze die jetzt hier noch ein bisschen und gehe dann zur Nähmaschine. Das heißt, die werden so hier hinkommen. Ich falte mir das direkt hier so einfach mit jetzt, dass das so ein bisschen geschützt ist, ne? Dass das wie so Karteikarten da auch drin sitzt, wirklich. Ja, und zwar, ich markiere mir das kurz bis hier. Ist ja nicht schlimm, wenn die Seiten dann ungleich lang sind. Das muss nämlich sein. Ja, das weg bis hier so ungefähr. So, ich kürze mir das und dann nähe ich hier einfach kurz mal so. Ihr könnt das natürlich mit der Hand nähen, wenn ihr keine Nähmaschine habt, ne? Aber ich habe mir gerade gedacht, wäre doch ein bisschen schlauer gewesen, wenn wir das draußen erstmal irgendwie ein bisschen verschönert hätten. Egal, zur Not nähe ich dann nochmal drüber und ja, innen sieht es doch schon ziemlich gut aus, ne? Ich ink jetzt mal direkt, um meine Fantasie weiter zu beflügeln, mit Black Suit und mit, was haben wir denn hier Schönes, wo ist es denn? Fred Burlap, wenn ich es denn finde, da ist es. Und dann gehen wir da einmal rundherum. Vielleicht machen wir damit auch noch gleich ein bisschen was. Bin mir aber nicht sicher. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man hier mit Black Suit noch lang geht. Ja, finde ich besser. So. Ja, die Kombination Black Suit und Fred Burlap gefällt mir sehr gut im Moment. Ich nehme die auch immer wieder gerne auf. Dann Fred Burlap noch mal ein bisschen hier. Das ist mir doch ein bisschen arg gelb. So, ist mir doch ein bisschen schöner, wenn es so ins Bräunliche geht. Ne? So, hier sieht es auch noch so neu aus. Ja, hier machen wir eh noch irgendwas, glaube ich. Und wenn es nur Washis sind, die wir auftragen. Auftragen, aufkleben. Entschuldigung. So. Einfach, dass es so ein bisschen noch stärker. Also dafür, dass die Kaffee gefärbt sind, das fällt auf dem Gelb natürlich nicht so stark auf. Aber es hat schon so ein bisschen Grungy-Muster gekriegt. So, und ich überlege gerade, ob wir die Verpackung jetzt für außen noch aufbrauchen. Also aufbrauchen. Benutzen. Wir können ja diese Seite auch nochmal ausstanzen. Dann bleibt das so ein bisschen so lackig. Ich habe auch noch so eine Verpackung. Ich habe noch mehr. Ich hebe sowas immer auf, wenn das irgendwie schön bedruckt ist. Einmal hier. Mit der Schrift. Ja, zumindest für hinten stanze ich das jetzt hier einmal aus nochmal hier mit der Stanze, also diese eine Seite. Aber ich werde, glaube ich, auf der anderen Seite das erstmal so lassen, weil hier soll ja unser Bär drauf, ne? Drauf kollagiert werden. Ja, fail. Ich zeige euch auch genau, warum. Ich habe die Stanze so rum draufgelegt und ich benötige das so rum. Sieht zwar auch irgendwie cool aus, aber ja, kann passieren. Wie gesagt, ist ja auch schon Tag 16. Ich habe mehr als genug Verpackungen, Washi, Tape, wie auch immer. Ich nehme jetzt das hier einfach. Das passt dann nämlich auch ziemlich cool so als Hintergrund, glaube ich. Gucken wir mal durch. Ja, nee. Habe ich auch noch so eine Flower-Verpackung. Nee. So. Nee. Das ist schon okay. Okay. Dann nehmen wir das. Und neuer Versuch und das behalte ich mir für was anderes. So. Wieder da. Das glänzt natürlich ein bisschen mehr, fällt mir gerade auf. Nee. Egal. Egal, bleibt jetzt so. So, ich klebe das Ganze jetzt hier fest. Wie gesagt, da habe ich mal Washis, da waren Washis drin verpackt. Und das soll ja nicht verkommen. Wird jetzt natürlich ziemlich dick. Aber dann ist es so ein richtig festes Booklet. Muss ja nicht auf Dauer vielleicht im Journal bleiben. Ich weiß es noch nicht. Ja, hier hätte ich ein bisschen knapper schneiden können. Oder nochmal nachschneiden können nach dem Stanzen. Habe ich aber nicht. So.
Das reicht aber. Ja, gucken wir auch noch mal, dass alles sitzt. Dann inke ich da noch mal drüber. Mit Fred Burlap reicht hier, weil das ist schon so dunkel. Und ja, das hellere hätte ich ja echt bevorzugt hier. Ne? Ich überlege gerade, soll man das noch als Hinter? Nein, das wird immer schwerer und immer dicker. So, das bleibt jetzt so. Was nehmen wir denn hier für innen? Nee, oder guck mal, wir gucken erstmal, wie es außen jetzt weitergeht. Ich habe mir gedacht, ja, dieses Bäumchen zu verwenden und hier irgendwie das Bärchen einzuarbeiten. Ihr seht, das wird recht knapp. Der guckt da gerade vorne und hinten passt, von vorne bis hinten, das passt einem gerade eben so. Ach, vielleicht hätte ich das da drunter kleben sollen, sehe ich gerade. Also der Baum passt da auch gerade eben so drauf. Die Tüte ist definitiv zu kurz, zu lang. Das ist kürzer. Ich schneide jetzt mal knapp unter dem Baum die Tüte auf. Ich glaube, ich werde die Tüte auch nicht als Tüte einsetzen. Entschuldigung, das knistert natürlich ganz extrem. Ich beeile mich. So. Ich lasse die auch nicht in voller Länge. Ich schneide das direkt jetzt hier mal ab. Ich habe eine Idee im Kopf gerade. Die ist mir gerade gekommen. So, was wäre denn, wenn wir den Baum hier draufsetzen jetzt? Das so als Hintergrund natürlich benutzen und so weiter. Diese Tasche machen wir auf. Das ist dann quasi nur ein bedrucktes Blatt. Und dann machen wir hier so ein... Dann tun wir so, als sei der im Hintergrund und machen hier vielleicht so eine Höhle rein. Aus der Höhle soll er dann so rauskommen vielleicht. Ich überlege mal kurz. So, erstmal nur eine Idee. Ich habe ja auch noch hier diese Bäume, die ich gestempelt hatte, auf die Umschläge. Vielleicht können wir daraus eher eine Tasche später machen für innen oder so. Das hier werde ich jetzt so aufkleben, dass das bündig vorne ist. Wir brauchen nicht den Hintergrund, habe ich jetzt gerade beschlossen. Es war schade um die Tüte, aber ich finde das Material auch einfach total schön gerade und toll und finde das super, dass das so schön knistert. Ich gucke jetzt mal gerade, dass ich da auch hinkomme und dass das komplett abdeckt, sonst sieht das doof aus. Ich habe schon ein bisschen zu weit geschnibbelt, finde ich. So. So, und dann knistert das auch nicht mehr ganz so laut. So, ich schneide mir das jetzt einfach zurecht. Ihr seht, da guckt was im Hintergrund raus. Das finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Wir arbeiten da eh noch ein bisschen in Schichten, würde ich behaupten. Und ich kürze das mal hier vorne so, dass das bündig mit... dem ganzen Falzbein, dass das bündig mit der Karte ist. So, ein bisschen glätten generell schadet nicht. Gleich können wir immer noch krumpeln, nur beim Kleben ist das jetzt erstmal von Vorteil. Das ist ja schon so ein bisschen Hintergrund jetzt. So, das können wir hier aufkleben. Das wird dann relativ durchsichtig, ist aber nicht schlimm. Ich kann das hier so um die Ecke kleben. Ecke kleben. So, ich werde das hier so um die Ecke nähen, dann sieht das so richtig schön alt aus. Hier werde ich einmal lang nähen, also einmal rundherum, aber ich klebe auch vorher noch. Vielleicht kleben und nähen wir erst und schneiden dann den Rest ab. Meistens geht das besser. So, also ich habe jetzt hier oben mal alle Fäden, die von oben kamen, zusammen sozusagen kanalisiert, zusammengefügt, dass ich hier gleich wieder so meine Perlchen dran machen kann. Zum Schluss finde ich nämlich ganz süß. Sieht auch toll von hinten aus, finde ich. Von innen auch. Wir stempeln jetzt hier einfach in den Hintergrund so Stein und auch auf dem Baum. Das wird nicht auffallen. Hauptsache, das bekommt irgendwie so ein bisschen Struktur. So. So. Das ist jetzt mein Hintergrund. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So, da kommt jetzt die Höhle vor. So, zack. Jetzt gehen wir noch mal über die Kanten mit ein bisschen Black Suit, würde ich sagen, weil das alles schon sehr bräunlich ist. Hier noch einmal, hier jetzt oben lang. Ich finde das nicht schlimm, dass da Schrift ist, aber es soll ja so ein bisschen grungy sein. Aber es soll nicht aussehen, als wäre das eine Verpackung. So, der Baum, der ist jetzt, wie gesagt, so ein bisschen angetäuscht nur. Können ja einen Baum später, den schneide ich mir gleich aus, dass wir den, der ist nun mal schon gestempelt und ich brauche, wenn dann, nur die halbe Verpackung noch, also die halbe, das hier ist ein Umschlag, den halben Umschlag, wollte ich sagen. Ich schnibbel mir das mal eben aus
und hole mir mal Buchseiten und andere Scraps, die ich jetzt hier so als Höhle machen werde. Ich mache dann so ein Loch und werde das dann vernähen und umnähen und dann guckt der da so raus gleich. Gucken wir mal. So, ich habe das mal ausgeschnitten hier. Den setzen wir gleich irgendwann da drauf, wenn wir unsere Höhle fertig haben. So, ich brauche generell erst einmal irgendetwas Rundes oder zumindest etwas, was so einem Höhlenausschnitt ja zumindest ähnlich sieht, ne? Und muss mir vorher überlegen, wie groß soll das denn sein? Also der ganze Bär muss da nicht rausgucken, aber der muss zumindest zur Hälfte zu sehen sein. Das heißt, so groß sollte zumindest das Loch sein. Kann man sich jetzt vorzeichnen? Ihr kennt mich schon. Ich bin da nicht so der Freund von in so einem Fall und werde mir jetzt einfach, ja, mit einer kleinen Schere wird es besser gehen, würde mir jetzt hier einfach ein Loch reinschneiden. Und zwar schneide ich mir hier so einen Stern rein. Kein Loch, ein Stern. Und ich sage euch jetzt auch warum. Ich kann jetzt das wie so ein, ja, ich kann das jetzt so nach außen reißen. Und zwar auf die Größe, wie ich es haben möchte. Das muss noch nicht schön aussehen. Darum geht es überhaupt nicht. Das machen wir nachher schöner. Das kann man einreißen dann weiter. Das kann man drehen. Das kann man abreißen. Ihr seht was, ne? Man kann das alles Mögliche da machen. Natürlich ist das jetzt eine stilisierte Höhle, ne? Genauso wie da stilisierte Bäume sind oder Berge im Hintergrund. Das sieht ja nicht in Realität so aus. Und da fliegen auch keine Tags im Hintergrund rum, ne? Ich möchte das nochmal sagen, wenn man so ein Naturjournal macht, wirklich und dann nur so natürliche Sachen benutzt, würde ich das so nicht machen. Aber jetzt bei dem Journal, da sind so viele Stile gemixt und das finde ich auch total gut. So größer darf es nicht sein. Finde ich schon nicht schlecht. Jetzt habe ich so grundsätzlich mal die Größe, wie es maximal sein darf. So, ich schneide mir das jetzt ganz klein darunter rum den Rahmen. Also ihr müsst das nicht so machen, ne? Ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Ich möchte das einfach, ich glaube, mit den Löchern, das hatte Luise auch schon mal erklärt, aber ich bin ehrlich gesagt so der Typ, ich gucke mir sowas an, sage, oh, wie schön. Und wenn ich das nicht sofort nachmache oder so, weiß ich auch gar nicht mehr, wie es ging. Und dann irgendwann so ein paar Monate später, oh, da war ja was, da könnte ich mal sowas Ähnliches vielleicht machen. Und dann mache ich das komplett anders, meistens aus dem Gedächtnis. Und das ist ja auch okay so, denke ich, hoffe ich für euch. Dass das für euch in Ordnung ist, wenn ich das so mache. So. Das habe ich so ähnlich bei den Libellen gemacht, ne? Jetzt möchte ich aber anders verfahren. Ich möchte so verschiedene Schichten hier drum wuseln. Ich habe hier verschiedenstes Papier. Jetzt habe ich hier so ein Papier, wo ich schon Spritzer drauf gemacht habe. Und würde dann hier das vielleicht außen nehmen, schneide mir das wieder auf und so weiter und so fort und packe mir das da drüber. Ich glaube, ich würde sogar hingehen und das als Hintergrundpapier nehmen oder das. Nee, wir machen das erstmal nochmal genauso wie gerade. Ich reiße das jetzt aber hier außen rum, dass ich das besser mit dem Hintergrund hinterher verschmelzen kann, sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, was damit gemeint war. Aber das passt sich halt besser ein, wenn ich hinterher so ein Papier hier außen habe. Es wird schon zu groß. Ist ja nicht schlimm mehr. Also der Baum, der wird eh verdeckt werden, ne? Aber ich will das gar nicht so groß haben. Ich mache das noch ein bisschen knapper. So, ja, verkleinern. So wichtig ist, dass das dann innen rauskommt, so nach außen geklappt wird. Ich kann jetzt auch vorher schon distressen oder irgendwas machen, aber ich mache das gerne immer hinterher, wenn das fertig ist, schon so, das ist besser. Ja, das ist besser. Ich möchte diesen genähten Rand hier nicht verlieren. Ich hoffe, ich bin noch genug in der Kamera, dass man das sieht. Wenn die Höhle jetzt gleich hier drin sitzt und wir das ausgeklappt haben, möchte ich, dass dieser Rand erhalten bleibt. Sonst ist die Wirkung doof. Finde ich. So, ich klebe mir das jetzt hier auf. Ich reiße das mal grob hier vor. Mache das immer so alles nach Augenmaß, ne? Ich kann euch nicht beschreiben, genau wie, aber nach Augenmaß. So, dass es ungefähr passt. So, da geht es ja in erster Linie um den Hintergrund. Das lasse ich jetzt auch so, da flatter ich jetzt auch nichts auseinander. Ich mache das sogar noch ein bisschen kürzer hier, dass das nicht zu sehr außen hervorlugt. So, dann kleben wir das auf, obwohl ich ink das erstmal dann. Also das Innere hier. Nicht mit Schwarz, das mache ich, also mit Black Suit, das mache ich jetzt hier außen gleich. So, ich ink das jetzt mal, weil ich dann sonst vielleicht doch zu schlecht da dran komme.
Je mehr Schichten das bekommt, umso dümmer ist das dann zu inken. Ja, den Finger inke ich auch mit. Kein Problem. Gelbe Fingernägel sind was sehr, sehr Schönes. So. Vergessen, was oben war. Das sieht mir aus wie Ringe rein. Dann lassen wir das mal oben so. So. Ja. So. Das ist ganz grau hier so. So. Und dann ist das oben. Nein, das finde ich besser. So. Gebe das jetzt mal auf. So, ich kann auch ein bisschen, das lassen wir, glaube ich, weg. Sonst wird mir das, sonst trägt das auch zu sehr auf. Ne? Ich will ja nicht wieder hinterher, was weiß ich, da haben. So, das reiße ich, glaube ich, gleich komplett hier unten ab. Sollen wir das noch dahinter machen? Noch ein bisschen Käsetuch. Käsetuch geht immer. Gerade wenn es so schön dunkel ist wie das hier an der Stelle. Ja. Frag mich jetzt bitte nicht, was das für eine komische Höhle ist. Das ist jetzt eine Höhle, verstanden? Ja, ich weiß, er tinkt. Egal. Läuft heute. Jeder muss, glaube ich, mal während der Filmaremba so einen Tag haben, wo er erstmal überlegt, ob das denn so gewollt war. Ich glaube, das wird letztendlich schön. Mal, wenn man zwischendurch mal denkt, so, so, meist doch so hochkant. Unser Bär kommt da gleich rein, ja. Entweder ich schneide den Bären ab oder ich gehe hin und, ja, so, das kommt da so erstmal gleich fest. Das kleben wir aber nicht, sondern das nähe ich direkt mit an. Hier unten finde ich das zu flatterig, sage ich gleich. Muss irgendwie so ein bisschen gerader wirken, nicht wie so ein Loch. So, deswegen reiße ich das erstmal gerade. So, und dann knicke ich mir das so, als sei es nicht so, als sei es nicht jetzt so offen stehend. So, und dann klappe ich mir das Ganze wieder hoch. Und nähe jetzt mehrfach hier so außenrum. So mit dem dahinter. So, und dann komme ich. So, da bin ich wieder. So, und ich möchte jetzt sagen, klar, es ist sinnvoller, vielleicht das vorher zu machen und dann die Schichten aufzupulen, das auszureißen. Aber ich habe sowas schon mal ausprobiert und ich fand das so rum schöner. Dass ich erst pule, dann teilweise aus Versehen hier drüber nähe und so weiter. Das fand ich viel, viel besser. Oder das hier aus Versehen festnähe. Das sieht dann viel grungiger aus. So, und das finde ich auch gut. Jetzt können wir mit dem Kleber nacharbeiten. Das heißt, ich krümpel mir jetzt hier so einige Sachen auf und klebe die fest, ne, damit mir das hinterher nicht so hier rumwuselt, wo ich es nicht haben will. Ups. Und das mache ich jetzt hier so weiter. So, ich habe es mir jetzt teilweise noch ein bisschen abgerissen und das dann so rumgekrümpelt und nehme mir jetzt auch nochmal hier mein Ink einmal. Das Frayed Burlap und dann Black Suit noch mal drüber von außen. Seht ihr das? Dass das so ein bisschen steinfarben wird. So, soll so richtig schön Kontrast geben. Genau, dass es zum Hintergrund passt. Seht ihr, das sieht dann auch wirklich nach Höhle langsam aus. Und dahinter ist dann Gestrüpp. So, und daneben kommt dann noch unser Baum. Oh, das sieht gut aus. So halb davor vielleicht. Ja. Ja. Ja, so. So, genau. Dann kann die Höhle ein bisschen höher. Ne, ein bisschen tiefer noch. Über den Baum ist da nicht drüber genäht, was ihn sehr stark in den Vordergrund hebt. Das finde ich gut. So, das Käsetuch können wir hier an anderer Stelle nicht hinterm Baum gebrauchen, aber hier so. Ja, das machen wir hier so vor. So, ich fummel das mir jetzt zurecht und klebe es mir dann fest. Genauso wie so. Mal kurz den Bären noch hier festkleben. Ich würde wirklich den nur so mit dem vorderen Körper, ja,
Nee, nicht so komplett. Hier, tatsächlich hier abschneiden. Und den mit dem vorderen Körper aus der Höhle rausgucken lassen. Ich nehme das mal hier jetzt so hoch. Von innen habe ich extra hier noch nicht festgeklebt, um den hier so reinzusetzen und das dann da drüber zu klappen. Dann sieht es nämlich wirklich aus, als würde er aus der Höhle rauskommen. Guck nur, wie tief. Ob er dann hier schon so stehen. Ja, der kann dann so stehen und hier vorne mit der Nase im Käsetuch. Oder ein bisschen höher. Ja. Käsetuch mache ich da so ein bisschen drunter. Nee. Sieht besser aus, wenn es da so drüber klebt ein bisschen. So, mache ich auch mal fest direkt. So, den kleben wir jetzt ein. Dann kommen quasi nur noch Verzierungsmaßnahmen. Zack. Füßchen fest. Ich weiß, es sind natürlich Tatzen. Keine Füßchen, gar keine Frage. Und ein paar Spritzer braucht es auf jeden Fall diesmal. Das machen wir einfach. Sorry, das muss jetzt sein. Das ist so doof. Ich glaube, wir haben wirklich alle also nach 25 Tagen der Femarimba haben wir alle einen Sockenschuss. So. Herrlich. Ein bisschen gezuppelt. So, ich drücke erstmal noch nicht allzu sehr fest. Vielleicht mache ich noch was dahinter. Oh je. Huch, das ist so glatt. Nee, das muss ganz an den Rand, sonst sieht das nicht aus. So. Das lassen wir jetzt erstmal so. So, ich habe schon mal alles für die Spritzer bereitgelegt, aber vorher möchte ich und hier die Pärchen dran getüddelt. Das sieht wieder sehr hübsch aus, finde ich. Wenn ich so ein Stilmittel, sage ich einfach mal, benutze, dann versuche ich das durch das ganze Journal hindurch zu tun, damit das so ein bisschen miteinander verwoben wird. Ich habe hier mal so ein paar Kleinigkeiten und ein paar Schnipselsachen noch zusammengesucht. Hatte mir mal so welche so Washis bestellt. So, die habe ich schon benutzt während der Serie jetzt hier. Und auch mal so verschiedene Papiersets, wo ganz viele dieser kleinen Sachen drin waren. Und die möchte ich auch mal verbrauchen. Kann euch nicht mehr sagen. Also es war eine Bestellung bei Amazon, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, bei welchem Händler. Ich kann euch das echt nicht sagen. Das ist auch echt schon eine Weile her. Da gibt es aber viele. Falsche Farbe. Da gibt es aber viele dieser Sets. Und wenn ihr danach sucht, Junk Journaling einfach nur eingebt, dann findet ihr garantiert Ähnliches. Und da kriegt ihr so viele kleine Schnipsel. Und ja, werdet da, glaube ich, ganz glücklich bei irgendwas finden. Mir gefällt der Fuchs oben überhaupt nicht. Ich möchte den Fuchs hier sehen. Also klebe ich den jetzt mal nach unten. Und ein Fuchs kann gerne verdeckt werden. Das finde ich gut. So, und das klebe ich jetzt einfach fest. Unten sieht man den schönen Fuchs. Es braucht keine zwei Füchse. Und der andere darf halt überdeckt werden. Das ist dann so. Och, ja, genau. Und dann umgekehrt aufgeklebt. Ne? Ja. Nee, nee. Ja. Nee, nee. Ja. So, die Null darf man auch sehen. Schön hier festkleben, auch gerade halbwegs. So. Bisschen drüber noch, finde ich zu hell. Ja, so darf es bleiben. Vielleicht noch ein Tape. Ja, ohne das Rot. Stückchen von dem Stoff-Washi, ja, es ist fast so, ne? Stoffklebeband, das ich von Tim Holtz noch habe. Das hatte ich so als Rest noch übrig. So rum oder so rum. So rum, ne? Viel besser. So. Ja.
Das darf so bleiben. Und innen machen wir das jetzt auch, bevor wir die Spritzer setzen. Hier muss noch irgendwas hinter. Ich weiß nicht. Der Pilz sieht doch bestimmt da toll aus. Nein, kein Pilz. Aber das Schildchen hier. Ja, das passt. Das kleben wir da fest. So gleich dahinter. Dann stempel ich vielleicht später hier noch was drauf. Schneide ich mir noch schnell aus. Den braun. Der Bär ist ja auch so braun. Ich habe hier auch noch einen coolen Briefumschlag. Ach, den kleben wir noch ein. Das machen wir noch. So einen kleinen Briefumschlag, das geht immer. Und den können wir ja damit noch verzieren. Dann haben wir den Pilz auch noch untergebracht. Ich bin glücklich. Und wir müssen jetzt nur noch unseren Tab ankleben. Und da überlege ich überhaupt, ja doch, der darf da dran. Jetzt muss ich das nur wieder ein bisschen aufreißen. Ich habe nämlich den oben schon festgeklebt. Und wenn ich das da oben reinrücken möchte, dann darf das natürlich nicht überstehen. So haben wir unsere Verpackung komplett genutzt, ne? Das ist doch toll. Richtiges Booklet geworden. Lässt sich auch gut knicken. Ja, und jetzt noch ein paar Spritzerchen. Und dann hole ich euch wieder, also schwarz, weiß, gold. So, ich habe jetzt alles fertig gemacht und habe dann noch Washi auf die Seiten geklebt, weil irgendwie sah mir das sonst zu leer aus. Nicht auf jede Seite, aber so ein bisschen, ne, dass man da noch was sieht. Und ich habe noch so ein, ich hatte irgendwann mal ein White Journal gemacht und das fand ich ganz witzig. Da hatte ich so ein Kärtchen über und das stecken wir jetzt einfach hier noch hinter den Umschlag. Passt da auch noch mit rein. Dann haben wir wirklich so ein Booklet, ne? Das ist auch nicht allzu dick geworden. Also das ist gut beschreibbar und ja, es hält nicht so ganz. Ich überlege gerade hier noch so einen Verschluss hinzumachen. Ich lasse es jetzt aber erstmal so und wie ihr seht, ist das mit den Spritzern wieder sehr auffällig geworden. Ich hätte hier die weißen Spritzer weglassen sollen. Ne, hier an den Beinen. Die Beine gehen jetzt so ein bisschen mit dem Hintergrund unter. Sieht trotzdem irgendwie schön aus und ja, finde mit den Bäumen im Hintergrund und so, das ist schon ganz cool. Hier sind die Spritzer super. Hier haben die den Hintergrund quasi mit dem verbunden, was ich hier an Schildchen und so weiter drauf habe. Ich finde das ganz süß, dass wir hier die Pärchen wieder dran haben bei den Bären, dass das so runterfällt. Und das passt dann schon wieder mit den Spritzern irgendwie zusammen. Hat sich jetzt hier ein bisschen vertüdelt, aber das soll es ja eigentlich auch, ne? Und ja, das ist halt witzig. Hier drin habe ich keine schwarzen Spritzer mehr gemacht. Und wir können jetzt hier so durchblättern, haben jetzt unser Kärtchen noch extra drin. Und ja, ich finde, das ist ganz gelungen. Ja, was ich dann zu Prompt 17 morgen mache, das erfahrt ihr dann. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.